Vergeudet keine Zeit mit Tacitus. Das bringt nichts. Gut, bringt nichts. Ja, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Skyrim. Man sollte meinen, ein Lehrling müsste ein paar Scharniere schmieden können. Genau. Ja, wir kommen hier zurück in Skyrim und ich bin jetzt mal hierhin gereist, wo ich ja noch wirklich ganz am Anfang noch war, in der ersten Folge. Und da gab es ja halt den Auftrag, dass ich eine Schlammkrabbe kaufen soll. Ihr braucht etwas? Was habt ihr zu verbergen, Priester? Ich verberge gar nichts. Das ist aus einem bestimmten Grund geschlossen. Die üblichen Lügen der Kaiserlichen. Erst nehmt ihr braucht etwas? Und jetzt hindert ihr uns daran. Ich bin Gorsas Assistent. Ich helfe ihr mit der Schmiede. Ihr und der werdet für jegliche Störung der toten Ruhe meiner Ahnen gerade stehen. Das reicht, Tongvor. Wir sind fertig. Die Silberblutfamilie wird Gehör finden. So, der wird mir Oh. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Onkel Kaltzelmo. Was macht ihr hier? Die Ausgrabungsstätte ist geschlossen. Ich brauche keine weiteren Arbeiter oder Wächter. Ausgrabungsstätte? Juan Zell, die Ruinen unterhalb von Markart, die Fülle von Artefakten, die ich schon zwei Menschenleben lang erforsche. Idiot. Wisst ihr überhaupt, wer ich bin? Ja. Der angesehenste Gelehrte auf dem Gebiet der Dwemer in ganz Tamriel. Und ständig kommt jemand und stört mich. Ja. Es tut mir leid. Ich habe mich ein wenig in Rage geredet. Ich bin inmitten einer sehr anstrengenden Arbeit. Und ja, ich hätte euch nicht anschreien dürfen. Wie kann ich euch helfen? Ich wollte eine Krabbe kaufen. Ihr wollt also die arkanen Künste meistern? Nein. Besitzurkunde, Schlammkrabbe. Und ich soll noch 230 dafür bezahlen? Na gut. Alter. Gut. Ich möchte gerne die Ausgrabungsstätte sehen. Ihr seid recht hartnäckig, nicht wahr? Also gut. Wer wäre ich, dass ich dem Wissensdurst im Weg stehen würde? Ich lasse euch hinein, wenn ihr dafür etwas für mich tut. In der Juan Zell gibt es eine Riesenspinne. Meine Arbeiter nennen sie Nimhe, die Vergiftete. Aha. Wenn ihr euch um Nimhe kümmert, lasse ich euch sowohl in die Ausgrabungsstätte als auch in mein Dwemer Museum. Was sagt ihr? Okay, die Spinne ist so gut wie tot. Enthusiasmus. Gut. Hier ist der Schlüssel zur Ausgrabungsstätte. Danke. Gut. Oh, auf Wiedersehen. Ja. Und? Hallo? Hi, Krabbe. Haha. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was abgeschlossen. Ey. Stellt er sich hier vor mir und liest. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein, ey. Sonst geht's ja gut, was? Komm mit mir. Die Artefakte, die ich in Nechuan Zell entdeckt habe, werden eines Tages in die Geschichte eingehen. Ja, ja, in die Geschichte eingehen. Nein. Ich will meine Aufträge hier sehen, warte mal. Wo ist denn jetzt hier? Ah, hier. Die Vergiftete. Gut, das ist wo? Welche Richtung? Hallo? Die Richtung. Okay. Komm ja nicht hoch. In der nächsten Saison, Neffe. In der nächsten Saison, ganz sicher. In der nächsten Jahreszeit sicher. So. Kommt meine Krabbe mit? Die Ausgrabung ja.
Katin. Okay, habe ich jetzt neues Haustier oder was? Ich dachte, das wäre ein Helm, den ich aufsetzen kann. Oder? So, Schlüssel benutzt, alles klar. Das ist die Ausgrabungsstätte. Und wir sagen für ihn, hi, ne, Spinne töten. Na gut. Da geht's nicht weiter. Ne. Hi. Sonst warten hier, muss etwas. Ne, tragen. Warte in der Stadt auf mich, bleib hier. Das ist dein. Nein. Die soll natürlich mitkommen. Kreisel, Alter. Ja, ja, das ist wieder so ein Vieh. Also nur als Statue oder was, aber gut, das heißt, die laufen dann auch hier in echt rum. Eine grüne Flamme. Ah. Zahnräder, die bringen nicht viel, wenn man die verkaufen würde. So, wo müssen wir denn hin? Hier geht's hoch, wie es aussieht, auch weiter. Da nicht. Also bleibt hier nur der eine Weg. Bin ich mal gespannt, ob das auch hier wieder so Fallen gibt oder sowas. 15, nee. Das bringt irgendwie nichts. Was habe ich denn im Moment? Feuer haben wir, alles klar. Wir müssen runter, ne? Haha, nach oben geht kein Weg. Also, ja. Geht noch weiter runter, klar. Da brennt etwas Feuer. Okay, da kommt schon die erste Spinne. So. Spinnen haben gegen mein Feuer keine Chance. Geröstete Spinne oder so, lecker, ey. Das ist Gift, ne? Das blutstockende Gift. Ja, ich weiß nicht. Brauche ich nicht unbedingt. Und? Kannst du vielleicht auch irgendwas für mich ausgraben oder so? Das wäre ja auch mal was Nettes. Also was findest du irgendwie, keine Ahnung, Gold oder Silber oder keine Ahnung was. Wäre mal was Gutes. Haha. So, da habe ich ein Ei. Ach da. Ja. Du kannst dich. Oh. Die hält mir aus. Kann ich dich auch verbrennen zufällig? Das wäre ja dann zwei Goldstücke. Nee, brauche ich nicht. Wir nehmen diese Einstellung, das heißt, können wir zwischendurch immer wieder mal ganz schnell speichern. Da müssen wir nicht wieder alles mal ganz von vorne machen oder so. Haha. Das wäre dann ziemlich blöd. Dann bist du gerade so schön eine halbe Stunde unterwegs oder was? Spinnenei. Nee, danke. Da sind noch meine Eier lieber. Haha. Knochen, Gerippe, Rippe, Knochen. Hier kommen wir nicht durch. Nein, müssen wir verbrennen. Du kannst das nicht zufällig durchschneiden, Krabbe. Hä? Nee, ne? Nein. Du frisst irgendwie Steine. Oder so.
So, und die Katzen, die toben mal wieder. Es geht wieder runter, noch ein Fünf runter. Au. Au, 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 au. So komme ich nicht. Okay, das ist die... Ey, was ist jetzt los? Mann, ich bin nicht nach hinten gekommen. Warte mal, warte hier. Eine Spinne, das heißt... Wir nehmen den Bogen, so. Pfeile haben wir noch wie viel? Du sollst doch hier warten. Oh, Alter. Kommen wir an der nicht vorbei. Was soll das denn? So. Nein. Soll doch hier warten. Moment. Quatsch. Bücken? Bücken ist so. So. Zack. Zack. Oh. Zack. Da finde ich so ein paar Feuerbälle, die man werfen könnte, aber die habe ich noch nicht. Viel ist konnte verbessert auf 23. Yeah. Oh, können wir auch mal besorgen, so Feuerbälle. Zack. Du kriegst mich nicht, Nymphe. Oder Nimme. Wie auch immer. Ich hab dich gleich. Du kannst mich nicht vergiften. Ne? Nicht so leicht, meine ich. So, zack. Ja, ja, ja. Dann wechseln wir mal wieder auf Feuer. Und hast du hier was Besonderes? Gif mal 2. Brauche ich nicht. 7 Pfeile. Die nehmen wir gerne mit. So. Gut. Spinnenei. Nein, danke. Ich brauche keine fremden Eier. Haha, mit meinen bin ich das ein Tettel. Alle. Was? Alitius. Alitius? Begonnen. Aha. Bergestroms Tagebuch. Wir haben einige Forscher am Hals, die nicht 4 Schritte laufen können, ohne etwas zu untersuchen, und sie kämpfen etwa so gut, wie man sich das vorstellt. Was? Wahrscheinlich schlechter. Wenigstens ist Strom in der Magie ein wenig versiert, aber keiner von ihnen kann ein Schwert schwingen. Eri und Kreik scheinen etwas im Schilde zu führen. Darum muss ich ein Auge auf sie haben. Aber Staub versichert mir, dass sie vertrauenswürdig sind. Alitios. Okay. Naja, wenn ich das für 75, das wird sowieso ein bisschen weniger. Das lohnt sich nicht. So.
Gut. Mehr haben wir auch nicht. Die Schatten und so sehen auch richtig aus wie so eine Spinne, ey. Gut. Dann gehen wir wieder zurück. Hallo. Komm mit mir. So. Von was war ich denn da jetzt getroffen? Seltsam. Ich hatte mal eine Krabbe mich gebissen oder was? Hoch. Okay, dann gehen wir eben hier hoch. Dann berichten wir ihnen, was wir, dass wir die alte da vernichtet haben. So. Ich bin mit meinen Studien beschäftigt. Was gibt es denn? Die Artefakte, die ich in Nechuan-Zell entdeckt habe, werden eines Tages in die Geschichte eingehen. Ja. Ich wollte nur sagen, dass ich die Spinne getötet habe. Ich bin euch sehr dankbar. Ja. Diese Spinne hat schon seit Monaten meine Ausgrabungen gestört. Mhm. Wie versprochen ist hier der Schlüssel zum Dwemer-Museum. Passt auf die Ausstellungsstücke auf. Ja. Einige sind sehr zerbrechlich. Aha, auch wertvolle. Gut, ich habe das Tagebuch einer Expedition gefunden. Ach wirklich? Hm. Aha. Das sieht ja aus wie jemand aus Staubins kleiner Gruppe. Wow. Ein mutiger Gelehrter, aber nicht sehr klug. Ja. Wenn ihr Staubin findet, wäre es gut, wenn ihr all seine Aufzeichnungen mitbringt. Ich bezweifle allerdings, dass ihr ihn noch lebend antreffen werdet. Hm. Ihr erforscht die Dwemer? Ja. Ihre Geschichte und Kultur sind hier in Markarth allgegenwärtig. Ein Volk von Steinmetzen, Kunsthandwerkern und Technikern. Sie haben Maschinen erfunden und ausgedehnte unterirdische Städte gebaut, in denen sie Kräfte erforschten, die sich hinter denen der Götter nicht verstecken mussten. Mhm. Und dann, wir wissen immer noch nicht wann genau, verschwanden sie. Das ganze Volk, alle auf einmal. Nur ihre Werke blieben zurück. Gut, und warum braucht ihr Wachen? Zum einen, um meine Forschungen zu schützen. Es gibt da draußen noch mehr gelehrte Halsabschneider, die meine Ergebnisse stehlen würden, wenn sie könnten. Aha. Und die Ausgrabungen in Nechuan-Zell sind gefährlich. Dwemer-Maschinen und Fallen funktionieren auch nach tausenden von Jahren noch. Okay, ich gehe da mal. Was? Oh, auf Wiedersehen. Ja. Hallo. So. Wir haben jetzt... Okay. Wir haben noch bei Falkenkrieg noch eine Person, die auf jeden Fall noch Hilfe braucht. Hm. Die Rotpatronen haben wir denn irgendwo hier? Okay. Töte die große Bestie. Ja, ja. Das ist auch noch was. Noch eine Auto nach oder sowohl Samt als auch der Stab. Nee, ich glaube, ja, selber auch so, ja, ja. Und wo würde das jetzt aufleuchten?
Da drin wieder. Warte mal. Warte hier. Da drin bist du mir nur im Weg. So. Was? Nee, wieso tagt der denn jetzt? Hä? Ist das nicht hier? Zeigt uns doch in die. Moment. Komm mit. Warte mal. Seltsam. Vielleicht muss ich woanders rein, aber wartet! Ich kenne euch doch. Ja, ich weiß. Ach so. Seid ihr hier, um den Jarl zu sehen? Dann nee. Bewegt euch schön langsam. Verstanden? Berge Stroms Tagebuch. Gut, dann mache ich mal was anderes. Aber vielleicht, nee, ist da so nichts angezeigt. Bringe einen Mammutstoßzahn zu Isolde. Oder ich könnte dich erstmal bei mir zu Hause abliefern. Das war ja auch eine Möglichkeit. Haha. wo komme ich denn jetzt hier raus? Hier unten vielleicht? Müsste hier sein, oder? Ja. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Museum? Ich weiß jetzt nicht, wo hier Museum sein soll. Gibt es hier überhaupt ein Museum? Na, vielleicht alles mal was auf der Karte. Na, KD wird nicht angezeigt, ist doch nicht wahr. Schatzkammer. Verlassenes Haus. Das Haus. Nö. Nix. Ähm.
Die Schatzkammer. Was ist denn hier in der Schatzkammer? Die Schatzkammer ist eigentlich nur für Kunden der Silberblutfamilie. Ihr gehört nicht hierher. Nein. Es tut mir leid. Wir sind nur daran interessiert, unseren Kunden zu helfen. Halt doch die Fresse, Mann. Ich möchte mehr über die Silberblutfamilie erfahren. Es ist eine alte Familie. In ganz Reach hoch angesehen. Die Silberblutfamilie verwalten fast alle Länder in diesem Fürstentum und führen die Taverne am Ort. Und natürlich besitzen sie die Sidna-Mine, das beste Gefängnis und die beste Silberquelle von Himmelsrand. Wer hat hier das Sagen? Ihr sucht Tona Silberblut. Er kümmert sich um alle Angelegenheiten der Familie. Aber wenn ihr hier seid, um über Politik zu reden, müsst ihr mit seinem Bruder Tonkvor sprechen. Er ist die meiste Zeit in Festung Unterstein zu finden. Ja. Was für eine Art von Kunden habt ihr? Zum einen die Grundbesitzer von Reach. Es versteht sich von selbst, dass sie wegen unseres Silbers und unserer Unterstützung stark auf uns angewiesen sind. Alle Bergleute, Bauern und Arbeiter von Reach erhalten ihren täglichen Lohn über uns. Aha. Nepos die Nase kümmert sich um diesen Teil des Geschäftes. Was für eine Nase? Er kann mit den Arbeitern gut umgehen. Ja. Gut. Ich habe noch Aufzeichnungen, um die ich mich kümmern muss. Ja, dann mach das. Ich arbeite für die Silberblutfamilie. Helfe beim Putzen. Ja, dann helf mal beim Putzen. Gut, der schläft. Der auch. Das hier soll eine Schatzkammer sein. Oh, toll. Ach so. Gerade immer nur so ein paar Silberbahnen oder so. Das kann ich aber nicht aufbrechen. Ich bin die Frau von Tona Silberblut. Vergesst das nicht, wenn ihr mit mir sprecht. Nein, wieso? Warum soll ich mit dir sprechen, hä? Mein Mann Tona kümmert sich um alle Angelegenheiten der Familie. Er ist ein bedeutender Mann. Aha. Ja, das Gespräch mit euch hat mich ohnehin schon gelangweilt. Ja. Oh. Speichern. Gucken. Ich mach mal so. Okay. Hallo, die Tür war offen. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Die halbe Stadt arbeitet für meine Familie. Und ich muss zusehen, dass niemand aus der Reihe tanzt. Ja. Tongvor mag ja der Kopf der Familie sein, aber ich bin der starke Arm. Aha. Wir kontrollieren jeden Teil dieser Stadt. Das Volk sollte uns wie Könige behandeln. Ja. Du hast hier viel... 9. Das ist auch gar nichts. Oh, das ist auch noch so ein... ungewöhnlicher Stein. Den kann ich sogar mitnehmen. Bei Ismir, ein Dieb. Nein. Den kann man nicht mitnehmen. Und kommen mit deine Soldaten oder was? Steckt eure Waffen weg und folgt ohne Geschrei. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Ja, ja. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Das ist mir zufällig in die Tasche gefallen. 290. Zahl doch keine 290, hallo? Ich ergebe mich, bring mich ins Gefängnis. Nix da. Wir laden das nochmal. Gut, dann brauchen wir das nicht klauen.
Aber die Tür, die habe ich ja auch bekommen. Dann mache ich die nochmal auf. Und dann... Komisch, ne? Die Tür kann ich aufmachen, aber... Hallo, Grabbel. Jetzt guckt die aber gerade hierher. Ja, vergrab dich mal unter dem Steinboden. Keine Ahnung, wie du das machst, aber... Geht das nochmal auf dieser Seite? Nein, jetzt nicht. Jetzt ist die Tür anders abgeschlossen. Oh. Jo. Und die Tür geht wieder auf und wir haben diese Punkte da wieder bekommen. Gut. Ich bin die Frau von Tona Silberblut. Ja, und ich nicht. Wenn ihr mit mir sprecht. Gut, Leute. Dann gehe ich zurück zu mir nach Weißlauf, gebe da meine Krabbe ab, lasse die erstmal da zu Hause und dann gucke ich mal, wo ich jetzt hingehen kann. So, ich sage dann bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen. Bye, bye.